Ein feierlicher Augenblick in der Geschichte der Zweiten Republik. Der neu gewählte Bundespräsident Franz Jonas wird angelobt. Die Abgeordneten des Nationalrates und des Bundesrates sind im alten Sitzungssaal des Parlaments zur Bundesversammlung erschienen. Der Präsident des Nationalrates, Dr. Maletta, ersucht den neu gewählten Bundespräsidenten Franz Jonas, das in der Verfassung vorgesehene Gelöbnis zu leisten. Nach Schluss der Angelobung im Sitzungssaal begibt sich der Bundespräsident in den Präsidialsalon und hält eine kurze Ansprache an die Präsidenten des Nationalrates und die Vorsitzenden des Bundesrates. Ich trete heute mein Amt als Bundespräsident an. Nach den Bestimmungen unserer Bundesverfassung ist der Bundespräsident dem Nationalrat und dem Bundesrat nicht übergeordnet. Das Staatsoberhaupt steht an der Spitze des Staates neben dem Parlament. Die dem Nationalrat verantwortliche Bundesregierung genießt das Vertrauen der gewählten Volksvertretung und des vom Volke in direkter Wahl gewählten Bundespräsidenten. Ich bin fest entschlossen, als Bundespräsident so eng und vertrauensvoll wie möglich mit Nationalrat und Bundesrat zusammenzuarbeiten und bitte Sie, meine Damen und Herren, mich in diesem Bestreben zu unterstützen. Die große Parade beginnt. Geleitet vom Bundesminister für Landesverteidigung Dr. Prader und dem Staatssekretär Rösch begibt sich Bundespräsident Franz Jonas, nunmehr Oberbefehlshaber des Bundesheeres, zur Angelobungsparade. Generalmajor Waldmüller erstattet Meldung. Mit Musik und fliegenden Fahnen geben die Truppen des österreichischen Bundesheeres dem Tag der Angelobung des neuen Bundespräsidenten den festlichen Abschluss. Ein neuer Präsident hat sein Amt angetreten. Ein neuer Zeitabschnitt der Geschichte Österreichs nimmt seinen Anfang.